Hallo Freunde, hier ist wieder euer Grimm und willkommen zu einem neuen Video. Heute unboxen wir die Wingolf 3 Box, das Komplettset mit 235 Karten, 100 verschiedene. Wie geht das auf? Ja, in dem Set sind 5 Herrscher, einen Haufen Zaubersteine, ein paar neue Karten, ein paar alte Karten und jeweils 100 doppelt. Macht bei manchen Karten Sinn, ist bei manchen Karten ziemlich cool, bei anderen Karten wieder, ja, schön, dass ihr da seid. Aber erstmal alles von vorne. Ja, wir waren lange nicht mehr da und wir hatten viel zu tun, was nicht unbedingt alles mit Force of Will zu tun hatte, genau genommen sogar eher weniger. Dazu mehr erfahrt ihr in einem YouTube-Video, was wir innerhalb der nächsten Tage hochladen werden. Die Box ist eigentlich sehr hübsch, ist wesentlich besser designt als Wingolf 1. Falls ihr euch jetzt wundert, warum ich nicht von Wingolf 2 rede, das ist einfach. Wir haben in Deutschland leider kein Wingolf 2 gehabt. Es sollte zuerst rauskommen mit einem Set, dann hat der deutsche Publisher leider entschieden, ach ja, nö, das möchte ich nicht, damit untergrabe ich meine eigenen Sales von diesem Set. Hat das Teil verschoben und verschoben und verschoben, bis es dann irgendwann gecancelt wurde. Ist natürlich für alle deutschen Spieler oder deutschsprachigen Spieler sehr, sehr schade. Und die Regelung, die man dafür getroffen hat, dass jetzt teilweise die englischen Wingolf 2 Karten bei uns turnierlegal werden würden, ist natürlich mehr als unglücklich. Besonders für Leute, die entweder keine englischen Karten kaufen wollen oder auch einfach kein Englisch können. Aber genug für den Exkurs. Wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was da ist. Und das ist Wingolf Box 3 Arena der Drachenherrscher. Warum das wohl so heißt? Na, ich weiß es nicht. Es könnte was mit Herrschern zu tun haben, die Drachen sind. Wir machen die Box erstmal auf. Es ist ein schöner, dicker Karton. Das heißt, man kann dort wieder super seine Karten unterbringen. Und hier haben wir auch schon, ich ziehe es mal ein Stückchen runter, das Ganze, was da drin enthalten ist. Diesmal haben wir hier eine relativ schöne Plastikfolie, die das Ganze nochmal absichert. Und da drin versteckt sind dann 5 Stapel und dieses kleine Tütchen, wie ihr bestimmt schon gesehen habt, war ich unartig und habe schon aufgemacht. Diese einzelnen Stapel sind jeweils vom betreffenden Element. Wir haben hier Wind, Wasser, Licht, Feuer und Finsternis. Teilweise gibt es noch Doppelelementkarten da drin. Und in der Mitte haben wir dieses kleine Tütchen, was schon wie in Wingolf 1 besondere Varianten von manchen Karten aus den anderen Teilen enthält, die zumindest Foil sind. Ob das Artwork sich jetzt diesmal unterscheidet, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt. Upsi. Wenn ihr euch eine holt, passt bitte auf. Als ich die Box hier aufgemacht habe, lag erstmal alles quer durcheinander da drin. Die Karten waren rausgerutscht aus diesen kleinen Plastikbanderolen und so weiter und so fort. Ich hatte plötzlich irgendwelche gemischten Elemente und bis ich erstmal begriffen hatte, wie die Sortierung war, waren dann schon die ersten 10 Minuten um. Das ist sehr ärgerlich. Und macht auch wenig Spaß. Ich würde sagen, am Anfang kam das Licht, also nehmen wir das auch mal. So, als erstes trennen wir uns von dieser schweren Banderole hier und fangen natürlich an mit dem Herrscher und Vollstrecker, mit der Herrscherseite. Hüter der Lichtzaubersteine. Herrscher, Drache. Urteilskosten 2 Licht, 3 generisch. Fähigkeit, Energieschub, Licht. Resonanz, Lichtzauberstein. Ein Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält +200/+200 bis zum Ende des Spielzugs. Ja, nicht zu verachten. Sprechen wir allerdings ein Urteil. Kommt er mit satten 1000/1200 auf das Feld? Ist ein Drachenvollstrecker mit flugfähig? Und wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, zerstöre alle Nicht-Vollstrecker, Nicht-Zauberstein. Karten. Heißt also, alles, was kein Vollstrecker und kein Zauberstein ist, geht weg. Dann haben wir, diese wird von vielen begehrt und wird sehr beliebt sein in Zukunft, die liebe Ala, Schwinge des Lichts. Einst ein Herrscher, dann wieder ein Herrscher, jetzt ein Resonator, Kosten 4, 800, 800 Engel, flugfähig. Andere Vollstrecker und Resonatoren mit flugfähig, die du kontrollierst, wie zum Beispiel der da, erhalten Barriere. Nicht Barriere Licht, nicht Barriere Finsternis, sondern einfach nur komplett
Barriere. Haben wir jetzt natürlich zwei Ala. Ja. Liegen beide auf dem Feld. Kriegt die andere Ala durch die andere Ala Barriere. Da wird es für den Gegner ein bisschen eng. Tappe diese Karte. Diese Karte fügt einem angreifenden Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 400 Schaden zu. Für einen Lichtwillen und Tappen dieser Karte zerstöre ein Insignie oder einen Zusatz deiner Wahl. Für drei Lichtwillen und das Tappen zerstöre einen Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl mit Flugfähig. Dann als nächstes Artus, Paladinkönig der Tafelrunde. Ihr seht es leider, viel besser wird es nicht mit der Schrift. Da müssen wir uns wohl dank der Full Arts dran gewöhnen. Ritter der Tafelrunde, weil die auch noch nicht genug Support hatten, kosten 4.900.900. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, bestimme eine Eigenschaft. Vollstrecker und Resonatoren mit der gewählten Eigenschaft, die du kontrollierst, erhalten +200/+200. Das heißt, wir können ihn natürlich primär im Knights of the Round Table Deck spielen, können aber auch Grunde genommen alles, wo Licht drin ist, auch seine Fähigkeit nutzen und können dann eine Eigenschaft bestimmen, wie zum Beispiel Engel oder Drache oder Fahrrad. Nein, Fahrrad können wir nicht. Diese Regelfrage hatten wir, glaube ich, schon mal geklärt. Der Typ muss existent sein. Wir können nicht Spaghetti-Soße und auch nicht Fahrrad nehmen. Schade. Aber Drachenritter können wir nehmen, weil es Drachenritter gibt, wie zum Beispiel Siegfried, Kommandant der Drachenritter. Kosten 3, 700, 700. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, erhole alle Drachenkarten, die du kontrollierst. Das heißt, egal ob Resonator oder Vollstrecker, ist es ein Drache, wird er erholt. Diese Karte erhält +600/+600 und flugfähig, solange du eine Drachenkarte kontrollierst. Bedeutet, wir kriegen für die Kosten von 3 eine Kreatur mit 1300/1300 und flugfähig, falls wir schon eine Drachenkarte kontrollieren. Gucken wir hier mal zurück. Ach, guck an, der Herrscher ist auch Drache. Das wäre natürlich sehr einfach und sehr schnell. Faria, Paladinin der Morgendämmerung. Paladinin, kann man das so sagen? Ist das so richtig? Ich weiß es nicht. Aber gut. Resonator, Paladin. Kosten 2, 600, 600. Verhindere jeglichen Schaden, der dieser Karte zugefügt würde, während sie kämpft. Oh, nice. Für 2 Licht neutralisiere einen Zauber oder eine Fähigkeit deiner Wahl, der oder die diese Karte zum Ziel nimmt. Das heißt, sie kann nicht durch Kampfschaden zerstört werden oder anderen Schaden, der ihr während der Kampfphase zugefügt wird, also während sie kämpft in dem Moment. Und wir können für 2 Willen Zauber oder Fähigkeiten neutralisieren, die sie zum Ziel nehmen. Das ist stabil. Dann haben wir Glorias Burgstadt. Die gab es schon. Immer wenn du Lebenspunkte erhältst, ein Resonator deiner Wahl erhält +300/+300 bis zum Ende des Spielzugs. Grimm, legendärer Märchenkönig. Kosten 3, 800, 800, Resonator, Mensch. Natürlich ist der legendäre Märchenkönig ein Mensch. Mäp. Resonatoren, die du kontrollierst und Resonatoren, die du besitzt. In Nicht-Spielfeldzonen erhalten zusätzlich zu ihren Eigenschaften die Eigenschaft Märchen. Diese Karte erhält immer, wenn diese Karte angreift oder blockt, Macht 1. Sprich, schmeißen 6-seitigen Würfel einmal und die Zahl, die da drauf kommt mit 2 Nullen am Ende, ist der ATK und Defense-Bonus. Bis zum Ende des Spielzugs, wobei X dem Ergebnis des Würfelwurfs entspricht. Solange dein Herrscher Milium Prinz vom Lichtpalast ist oder dein Vollstrecker Milium Stimme einer neuen Generation. Dann haben wir Ritterfürst gottgleicher Schnelligkeit für Kosten 5. Da wird es schon ein bisschen teurer, aber 1000-1000 ist dann auch schon ein bisschen stärker. Schnelligkeit, wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten zielsicher bis zum Ende des Spielzugs. Ja, zielsicher ist jetzt nicht so ultra, aber haben geht vor brauchen. Der Lichtzauberer, Kosten 1, 200, 200, ein netter kleiner One-Drop. Tappe ihn, erzeuge Licht, welcher nur zum Ausspielen von Sprüchen verwendet werden darf. Immer wenn du einen Lichtspruch ausspielst, du erhältst 200 Lebenspunkte.
Lumia, Heilige der Schöpfung. Kosten 2. 400, 700, Resonator, Mensch. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, entferne die oberste Karte deines Decks verdeckt aus dem Spiel. Falls du einen Herrscher oder Vollstrecker mit Lumia im Namen kontrollierst, entferne stattdessen die obersten drei Karten deines Decks aus dem Spiel. Du kannst dir diese Karten jederzeit anschauen. Du kannst Karten aus allen aus den Spielentferntzonen ausspielen, die von dieser Karte entfernt wurden. Kommt uns auch irgendwie bekannt vor von der originalen Lumia. Offenbarung der Herrscherkräfte. Spruch, Schnellzauber, wähle einen Effekt. Erhole einen Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst und ziehe eine Karte oder zerstöre einen Zusatz deiner Wahl. Für Kosten von 2? Nicht verkehrt. Die Schutzbarriere, die kennen wir auch schon. Schnellzauber, verhindere jeglichen Schaden, der einem Resonator deiner Wahl bis zum Ende des Spielzugs zugefügt wurde. Würde, pardon. Oh, oh. Grimm hat wieder was Falsches gesagt. Würde. Lux, Gesandter des Lichts. Kosten 2, 400, 400. Damit ein bisschen schwach auf der Brust für die Kosten. Aber wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, zeige die oberste Karte deines Zaubersteindecks vor. Falls es ein normaler Lichtzauberstein ist, lege ihn auf deine Spielfeldseite. Also, Monolicht. Lux ist die neue Gretel. Für Licht, Monolicht. Also man kann es auch wie Gretel damals so ein bisschen mit mehr Farben spielen, aber leider beschränkt es sich hier auf wirkliche Monofarbensteine, nicht Doppelsteine. Das letzte Wort. Kosten ein Licht, Schnellzauber. Ein blockender Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält plus 1000 Angriff, plus 1000 Verteidigung bis zum Ende des Spielzugs. Nicht schlecht. Damit kann man schon mal den einen oder anderen gegnerischen Angreifer ganz schnell aus den Latschen hauen. Zeros magische Lichter müssten wir auch schon kennen. Kosten 2, Schnellzauber. Falls dein Herrscher Zero Erzwei des Lichts ist oder dein Vollstrecker Zero Meisterin des Zauberschwerts, kannst du ein Licht weniger bezahlen, um diese Karte auszuspielen. Entferne einen angreifenden oder blockenden Resonator deiner Wahl aus dem Spiel. Kostet dann 1 bzw. 2 und vermiest euch ziemlich den Tag, weil euer schöner, herbeigerufener Resonator dann einfach weggeht. Oder der vom Gegner. Optimalfall der vom Gegner. Da haben wir schon eine Doppelelement, Doppelattributkarte. Jeanne d'Arc, Jungfrau von Orléans. Ein Mythos, 600, 600 für 3. Ist jetzt auch nicht so ultra, aber wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, du erhältst 600 Lebenspunkte. Wenn diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Ist natürlich cool, dass wir tatsächlich 2 gute Effekte nutzen können. Trotzdem Kosten von 3 für 600. Da müssen wir gucken, dass wir die ein bisschen pumpen. Dann haben wir Schneewittchen Rächerin. Kosten 3, 800, 800. Das klingt doch schon ein bisschen besser. Resonator Märchen mit Zielsicher. Diese Karte erhält Erstschlag, solange du höchstens 3000 Lebenspunkte hast. Diese Karte erhält Schnelligkeit, solange du höchstens 2000 Lebenspunkte hast. Diese Karte erhält plus 400, plus 400, solange du höchstens 1000 Lebenspunkte hast. Oh, kann man machen. Das heißt, am Anfang ist sie ein 3-Drop für 800, 800. Und solange es dann losgeht, ab 2000 Lebenspunkte, wird sie dann für den Gegner wirklich gefährlich. Mal abgesehen von davon, dass Erstschlag auch nicht verkehrt ist, macht die Schnelligkeit und plus 400, plus 400 dann eine richtig, richtig gefährliche Konterkarte draus. Dann haben wir den ersten Doppelstein, Pseudo-Doppelstein, eingeschränkten Doppelstein, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ist ein besonderer Zauberstein, kondensierender Lichtzauberstein. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege 2 Zauberzellmarken auf sie. Haben wir? 2 Stück haben wir. Bock. Erzeuge Licht ist die erste Fähigkeit fürs Tappen und die zweite ist, entferne eine Zauberzellmarke von dieser Karte, erzeuge Wasser. Also können wir so viel Licht machen, wie wir wollen. Natürlich einmal pro Zug ein Licht, ist klar. Indem wir einen Stein tappen, wie jeden anderen auch. Wenn wir dann Wasser machen wollen, dann müssen wir einen von unseren Zaubertoken runternehmen und den Stein tappen. Das können wir dann tatsächlich nur 2-mal machen. Es sei denn, wir finden einen Weg, wie wir unsere Token darauf wieder
aufladen können. So, die tun wir jetzt mal wieder aus dem Weg. Die kleine Spielerei. Und schnappen uns den nächsten. Das ist der feurige Lichtzauberstein. Ein besonderer Zauberstein wieder. Gleiches Programm, diesmal nur mit Licht und Feuer. Dann haben wir 4 Lichtzaubersteine, einfache, die aber sehr hübsch sind, mit der lieben Zero drauf. Und dann geht das alles wieder von vorne los. Was heißt, es geht von vorne los? Ich habe euch ja gesagt, es handelt sich hier um Doppelsets, also ihr habt dann alles zweimal drin. Hier fängt die Ala wieder an. Das heißt, den Stab hier habe ich einmal komplett umgedreht. Den drehe ich jetzt mal wieder zurück für euch. Und schon haben wir sie hier beide liegen. Und ihr seht, da geht es dann einfach wieder von vorne los. Das ist der Lichtanteil mit dem Avatar der Lichtzaubersteine. Das ist 1 von 5. Machen wir uns hier am Rand mal ein bisschen Platz und legen den dahin. Ihr habt gesehen, den Zero Lichtzauberstein hatten wir schon. Na, was hatten wir auch schon? Den kondensierenden hatten wir schon. Ja, mehr hatten wir tatsächlich noch nicht, Freunde, glaube ich. Das heißt, die beiden Vollkarten sind auch schon raus aus dem Stapel von denen, die wir uns angeguckt haben. So, wo das Licht jetzt da ist, was kann man denn machen im Licht? Naja, dann fangen wir doch mal an mit der Finsternis. Wo es Licht gibt, muss auch Schatten sein. Also wieder die Banderole drum weg. Und los geht es mit dem Hüter der Finsternis-Zaubersteine. Herrscher Drache. Ist das nicht schön für alle Drachenfans, die so lange gewartet haben, dass es endlich mal wieder ein bisschen was mit Drachen gibt? Und jetzt kommen sie. Und im letzten Set auch schon. Ha. Schön ist es. Jetzt muss man nur noch was rausbauen. Urteilskosten sind 2 Finsternis, 3 generisch, Energieschub Finsternis und die Resonanz Finsternis Zauberstein. Ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl erhält -100/-100 bis zum Ende des Spielzugs. -100/-100 ist ehrlich nicht die Welt. Aber nun gut. Wie ich schon sagte, beim letzten Herrscher haben oder nicht haben. Und auch wenn es nur 100 sind, warum denn nicht? Dann folgen wir mal dem Prinz. Oh, jetzt hätte ich beinahe die Vollstreckerseite unterschlagen. Das ist doch die hübsche Seite. Avatar der Finsternis-Zaubersteine, da ist er. 1200/1200, dicker Kracher, flugfähig. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, dein Gegner verbannt 2 Resonatoren. Einfaches Prinzip, wenn er 2 hat, muss er 2 verbannen. Hat er keine 2, kann er keine 2 verbannen. Da müssen wir dann natürlich den passenden Moment abwarten, dass es sich auch lohnt. Dann Abdul Al-Hazred, Poet des Wahnsinns. Noch ein alter Herrscher, wie fast alle in diesem Set, die als Resonatoren ihre Wiedergeburt feiern. Er ist mit 2 Kosten ein Finsterniszauberer mit 600/600 und automatische Fähigkeiten von Resonatoren, die auf die Spielfeldseite deines Gegners gelegt werden, werden dadurch nicht ausgelöst. Klingt ein bisschen anders als der Originaltext auf dem Abdul-Herrscher, sagt aber in Bezug auf automatische Fähigkeiten im Grunde genommen dasselbe. Ist halt nur ein bisschen anders formuliert. Als nächstes haben wir den unheilvollen Avatar mit Kosten 2. Ist ein Avatar, wer hätte es gedacht? Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, dein Gegner wirft eine Karte ab. Kosten 2, 300, 400 ist nicht so prickelnd, aber der Effekt ist definitiv nicht verkehrt in Kombination mit den anderen Karten, die wir mittlerweile dafür haben. Dann die dunkle Säuberung, kennen wir auch schon zur Genüge. Schnellzauber, Kosten 2. Ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl erhält -600/-600 bis zum Ende des Spielzugs. Finsterniszauberer kosten ein Finsternis 200/200, also ein schicker One-Drop. Und das gleiche Spiel wie im Licht, nur jetzt im ziemlich dunkel. Erzeuge Finsternis, welcher nur zum Ausspielen von Sprüchen verwendet werden darf. Immer wenn du einen Finsternisspruch ausspielst, du kannst die oberste Karte deines Decks auf deinen Friedhof legen.
Kann man machen, muss man aber nicht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann der liebe Dracula, König der Untoten. Ist ein Vampir und hat dein Vollstreck erhält, unbesiegbar und zusätzlich zu seinen Eigenschaften auch die Eigenschaft Vampir. Unbesiegbar, echt nicht verkehrt. Vampir, ja, kann man was draus machen. Ist aber jetzt auch nicht mehr so ultra wie früher. Aber man kann was draus machen. Hatten wir nicht einen Dracula hier drin? Jetzt muss ich doch mal gucken. Ja, da haben wir ihn. Den Glitzer-Dracula. Dann können wir ihn auch abhaken. Dann haben wir die ewige Nacht. Kosten 3, ist ein Schnellzauberspruch. Zerstöre einen Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert. Anschließend erhalten alle Resonatoren -200/-200 bis zum Ende des Spielzugs. Ist ein Schnellzauber, das macht's ganz schön. Kosten 3 sind jetzt ein bisschen teurer als der 2er Standard. Aber es ist völlig in Ordnung, denn wir kriegen hier noch einen zweiten netten Side-Effekt dazu. Dann haben wir den lieben Gelapis, reiner Jüngling. Kosten 6.000/1.000, ein Wanderer. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, dein Gegner bestimmt eine Karte, die er kontrolliert. Zerstöre alle Nicht-Zaubersteinkarten außer dieser Karte und der gewählten Karte. Lege x+100/+100 Zellmarken auf diese Karte, wobei x der Anzahl der auf dieser Weise zerstörten Karten entspricht. Jetzt ist Maria, aber wieder viel Text. Dann haben wir The God of Mischief. Loki, Verkörperung des Endes. Sieht nicht ganz aus wie das Marvel Pendant und sieht auch nicht ganz aus wie der nordische Knilch. Aber der Name ist da. Kosten 2, 500 Angriff ist 100 Verteidigung ist Diese Karte hält +0/+100 für jede Karte in deinem Friedhof. Einen stärkeren Angriff kriegt sie nicht, aber eine ordentliche Defense möglicherweise. Diese Karte erhält flugfähig und immer wenn diese Karte Schaden zufügt, du erhältst ebenso viele Lebenspunkte, solange du mindestens 10 Karten in deinem Friedhof hast. Das ist nicht verkehrt. Kann man machen. Muss man halt noch wirklich supporten. Dann haben wir den lieben Rezzard, Vampirlord. Kosten 3, 800/800. Das klingt doch schon wesentlich besser. Ist auch Vampir. Und am Ende des Spielzugs lege alle Resonatoren, denen in diesem Spielzug von dieser Karte Schaden zugefügt wurde, aus dem Friedhof des jeweiligen Besitzers auf deine Spielfeldseite. Wenn diese Karte von deiner Spielfeldseite in eine Nicht-Spielfeldzone bewegt wird, verbanne alle Resonatoren, die durch den Effekt dieser Karte auf das Spielfeld gelegt wurden. Diese Karte erhält immer, wenn diese Karte Schaden zufügt, du erhältst ebenso viele Lebenspunkte, solange dein Herrscher Rezzard Untoter Lord ist oder dein Vollstrecker Rezzard Entweihter Vampir. Oh Gott, wo habe ich meinen Rezzard denn jetzt hingelegt? Dann haben wir Sariel, Herr der Monde. Kosten 4, 600, 800. Ist ein gefallener Engel. Für ein Finsternis und das Tappen, verbanne einen anderen Resonator, lege einen Resonator deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Spielfeldseite. Aktiviere diese Fähigkeit nur in deinem Spielzug. Ja gut, die letzte Einschränkung, ja, ist jetzt halt so, müssen wir hinnehmen. Aber die Idee ist gar nicht so verkehrt. Was, Grimm? Wir verzichten auf einen One-Drop und einen Willen, tappen ihn und holen uns irgendwas Großes, Böses zurück. Dann Umbra, Gesandter der Finsternis. Und da meine ich doch, hätten wir wieder einen? Ja, da ist er doch. Der Glitzer-Umbra. 600 Angriff, 400 Verteidigung, Kosten 2 und ist ein Geist. Tappe diese Karte, verbanne diese Karte. Diese Karte fügt einem Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 600 Schaden zu. Und du erhältst 600 Lebenspunkte. Ist ein ganz akzeptabler Trade-off. Gegner verliert, wir gewinnen, was will man mehr? Und für Resonanz, das ist der beste Teil an der Karte. Falls du einen Finsterniszauberstein ausspielst, dann wird ja Resonanz aktiviert in diesem Fall. Du kannst 3 Finsternis bezahlen. Falls du das machst, nimm diese Karte aus deinem Friedhof auf deine Hand. Was will man mehr? Bedeutet, theoretisch können wir diese ganze Nummer, wenn Umbra schon liegt, vor der Recovery Phase, vor dem Erholen der Zaubersteine, können wir den ganzen Spaß machen. Heißt tappen, landet im Friedhof, wir erholen,
tappen dann unseren Herrscher, holen uns einen Zauberstein, ist ein Finsternis-Zauberstein, wir holen uns ihn wieder, spielen ihn wieder aus und müssen dann halt wieder wirklich warten, bis wir das zweite Mal machen dürfen, denn die Schnelligkeit fehlt ihm leider. Also kommt er auch raus. Der Stapel mit dem Glitzerkram wird immer dünner. Als nächstes das Tor des Silberschlüssels. Das dürften wir auch schon gehabt haben. Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich meine es zumindest. Du kannst einen generischen Kosten weniger bezahlen, um ein Urteil zu sprechen. Für zwei Finsternis und zwei generische verbanne diese Karte. Dein Gegner wirft eine Karte ab. Hohn der dunklen Alice, da bin ich mir aber sehr sicher. Den gab's in Foil und in allen Varianten. Schau dir die Handkarten eines Gegners deiner Wahl an und bestimme eine Resonatorkarte davon. Der Spieler wirft die gewählte Karte ab. Eines Gegners deiner Wahl ist meiner Erinnerung nach auch eine neue Formulierung. Die Idee dahinter ist, dass uns demnächst vielleicht noch neue Multiplayer-Formate ins Haus stehen. Multiplayer klingt komisch im Kartenspiel irgendwie. Ist das nicht immer Multiplayer, wenn man gegen andere spielt, auch zu zweit? Wäre Singleplayer nicht ein bisschen doof? Unbemerkter Zwang, ebenfalls schon bekannt. Schnellzauber, zerstöre eine Resonate deiner Wahl mit ATK von 400 oder weniger. Blazer Gilrabus, Doppelattribut und Diener des Weltensammlers. 900-900 für Kosten von 4, sportlich. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, zerstöre einen Vollstrecker deiner Wahl. Bam! Das müsst ihr erstmal sacken lassen. Der macht es dann schon wirklich einfach. Und da muss man sich dann gerade für seinen eigenen Vollstrecker doch ein bisschen was überlegen. Ist nicht ganz so übermächtig wie der Vollstrecker-Effekt selbst vom Blazer, aber nah dran. Dann haben wir die liebe Pandora. Göttin von Licht und Finsternis. Ist ein Mensch. 500, 700 für Kosten von 2, ist echt in Ordnung. Immer wenn diese Karte angreift, macht 1. Dein Gegner verliert x, ne, mal Würfelwurf, Lebenspunkte, wobei x dem Ergebnis des Würfelwurfs entspricht. Immer wenn diese Karte blockt, macht 1. Du erhältst das gleiche nochmal mit Lebenspunkten diesmal. Ja, kann man machen. Man muss nur angreifen, man muss nicht mal mit dem Angriff Schaden machen. Gar nicht so verkehrt. Dann der glühende Finsternis-Zauberstein. Funktioniert, wie eben schon erklärt, mit den anderen beiden Zaubersteinen. Wir können so viele Finsternis machen, wie wir wollen. Nur für Feuer müssen wir dann jedes Mal einen Token runternehmen. Das gleiche gilt für den hier, nur mit Finsternis und Licht. Und dann haben wir die sehr, sehr hübschen Finsternis-Zaubersteine. Ja, die Zaubersteine hier sind alle sehr hübsch, wenn ihr mich fragt. Mit der Dark Alice. Den hätte ich gerne in Glitzernd gehabt. Und dann geht alles schon wieder von vorne los. Das heißt, ich drehe jetzt nochmal alles wieder um. Huch, ihr hört mich hier Karten sortieren. Und schon haben wir wieder zwei Stapel, die identisch sind. Heißt natürlich, wie bei der ersten Bingolf-Box und wie bei der zweiten, die wir nicht gekriegt haben, wer alles viermal haben will, muss zweimal kaufen. Und eine Bingolf-Box kostet stolze 50 Euro. Nebenbei gesagt, ist auch wieder ein Regelbuch dabei und ein Pub-Divider, sodass ihr aus der dicken Wingolf-Box auch eine Storage-Box machen könnt. Jetzt, wo wir Licht und Finsternis haben, fehlt noch ein bisschen was, dann können wir Captain Planet rufen. Würde ich sagen, nehmen wir das Feuer, um die Finsternis zu vertreiben. Und wieder die Plastikbanderole, weg damit. Und wir fangen an mit dem Herrscher Vollstrecker, dem Avatar, oder nein, erstmal dem Hüter, der Feuerzauberstein. Und wie ihr seht, die Karte ist verbogen. Achtet bitte darauf, wenn ihr eure Wingolf-Boxen aufmacht, dass ihr wirklich eine makellose Box kriegt. Dass nichts wie bei mir durch die Gegend geflogen ist, dass auch ja nichts fehlt. Und dass ihr das kriegt, wofür ihr immerhin stolze 50 Euro bezahlt. So, zurück zum Feuerhüter. Dem Hüter der Feuerzaubersteine, Herrscher Drache. Wieder Urteilskosten, wieder zwei Element, Attribut, also Feuer diesmal, drei generisch. Energieschub Feuer und Resonanz. Diese Karte kann einem Resonator deiner Wahl 200 Schaden zufügen. Kann, muss aber nicht. Sprechen wir das Urteil. Kommt der Avatar der Feuerzaubersteine auf das Feld. Ein Drache mit Hörnern, Kristallflügeln und vier Armen. Oh mein Gott. Wo ist denn da vorne und hinten? Das sieht irgendwie komisch. Egal.
Flugfähig, 1200, 1000 Verteidigung. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, sie fügt jedem Resonator, den dein Gegner kontrolliert, 1000 Schaden zu. Falls ein Resonator, dem in diesem Spielzug von dieser Karte Schaden zugefügt wurde, auf den Friedhof gelegt würde, entferne ihn stattdessen aus dem Spiel. Ja, da kann das natürlich dem einen oder anderen Gegner schon ein bisschen die Taktik versauen, wenn die Monster, also diese Resonatoren, wenn die Resonatoren da nicht hinkommen, wo sie hin sollen. Doof ist natürlich, dass das definitiv nicht in Runde 1 oder 2 passieren wird. Also kann es sein, dass der Gegner mit seiner Taktik schon fast fertig ist. So. Oh, was haben wir da denn Feines? Oh, Grimm hat gefuscht. Böser Grimm. Wir haben nämlich... Jetzt muss ich suchen. Haben wir doch nicht. Ich habe nämlich gerade etwas entdeckt. Zum Thema Token. Sprich... Platzhalter für beschworene Monster. Nein, gibt's nicht. Ich habe jetzt nämlich hier gerade tatsächlich beim Feuerpack als erstes ein Token entdeckt. Jetzt habe ich doch gerade mal beim Finsternis und Lichtkram nachgeguckt, da war aber leider keiner zu sehen. Das ist auf jeden Fall der Token für Spielmarken, den ihr dann anstelle irgendeiner Coin, wie zum Beispiel hier unsere Grim Coins, nehmen könnt. Dafür habt ihr jetzt dann sowas. Den kann man wenigstens ordentlich tappen. Genug davon. So, Bahamut. Den werden auch noch viele kennen. Kosten 6.000. Der war doch mal günstiger. Inkarnation für 3 Feuer. Flugfähig. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, sie fügt einem Spieler oder Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 700 Schaden zu. Das kommt uns doch schon irgendwie bekannt vor. Alternativ können wir natürlich, wie gesagt, seine Inkarnation nutzen für 3 Resonatoren mit Feuerattribut oder mit 3 Resonatoren mit Feuerattribut. Da müssen wir die 6 nicht zahlen. Mir fehlt aber so ein bisschen hier Unbesiegbarkeit und die ganzen anderen Sachen, die der Original Bahamut hatte. Aber wir wollen jetzt mal nicht zu gierig werden. Dann haben wir Barbatos, weltgrößter Exzentriker. Und so sieht er auch ein bisschen aus. Kosten 4, 1000 Angriff, mächtig. 100 Verteidigung. Mies, ganz mies. Er ist der Daimyo, oder er ist ein Resonator vom Typ Daimyo. Sollte es da nicht eigentlich ganz wenige von geben, von den Daimyos? Oder nur einen? Schnelligkeit. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, erschöpfe alle anderen Vollstrecker und Resonatoren. Was sehr praktisch ist, wenn nämlich alle erschöpft sind und er mit Schnelligkeit da liegt, kann er erstmal machen, was er will. Und das mit Kosten von 4. Dann Barust, Maschinengott des Fegefeuers. Ein Dämon, kein Angriff, 100 Verteidigung, Kosten 1. Diese Karte erhält +100/+100 für jeden Zauberstein in allen Friedhöfen. Da muss man die natürlich erstmal hinkriegen. Diese Karte erhält... Ups, da waren wir schon. Tappe diese Karte, verbanne einen Zauberstein. Diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 500 Schaden zu. Verbanne 2 Zaubersteine und tappe diese Karte, zerstöre einen besonderen Zauberstein deiner Wahl. Man muss quasi seine eigenen Zaubersteine aufgeben, um gegnerische Zaubersteine loszuwerden. Wenn man das passende Deck dafür baut, kann man das mal probieren. Aber ich glaube, Zaubersteine sind einfach zu wichtig, dass das sich durchsetzt, permanent. Dann das Feuerblut. Haben wir, glaube ich, auch schon gehabt. Kosten 2, Schnellzauber. Wähle einen Effekt. Diese Karte fügt deinem Gegner 600 Schaden zu. Dein Gegner kann bis zum Ende des Spielzugs keine Lebenspunkte erhalten. Oder ein Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält +800/+800 bis zum Ende des Spielzugs. Am nächsten Ende des Spielzugs zerstöre den Resonator. Zur Asche verbrennen hatten wir mit Sicherheit Kosten 2 wieder einen Schnellzauber. Diese Karte fügt einem Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 700 Schaden zu. Falls es ein Vollstrecker ist, verliert er unbesiegbar bis zum Ende des Spielzugs. Falls es ein Resonator ist und er in diesem Spielzug vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wurde, entferne ihn stattdessen aus dem Spiel. Kommt sehr gut mit dem neuen Blazer. Damit werdet ihr dann auch unliebsame Vollstrecker mit unbesiegbar los.
Dann der liebe Kain, heimtückischer Gottesbezwinger, Kosten 1, 400 Defense, 0 Angriff. Tappe diese Karte fügt deinem Gegner deiner Wahl 200 Schaden zu. Nicht verkehrt, dann tappen wir ihm dafür, weil angreifen lohnt sich mit 0 eh nicht. Aber blocken wäre nicht verkehrt. Certo, der lodernde Vulkan, hatten wir auch schon. Ist eine Spielfeldkarte, die erste tatsächlich in diesem Set, soweit ich mich erinnere. Zusatz, nee, in die Burg. Ah, und wieder nicht recht gehabt, Grimm, bam, bam, bam. Zusatzspielfeld, Berg. Spieler können keine Lebenspunkte erhalten. Immer wenn ein Resonator vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, diese Karte fügt jedem Spieler 100 Schaden zu. Die beliebte Dämonenflamme, die kennen wir auch schon, Kosten 1, Schnellzauberspruch. Wähle einen Effekt, diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 500 Schaden zu oder zerstöre einen Resonator deiner Wahl, dem in diesem Spielzug Schaden zugefügt wurde. Dann haben wir die Feuerzauberin, die funktioniert ähnlich wie die anderen beiden Elementzauberer. Ein Feuer, 200, 200, erzeuge durch Tappen Feuer, einen Feuerwillen, welcher nur zum Ausspielen von Sprüchen verwendet werden darf. Immer wenn du einen Feuerspruch ausspielst, diese Karte kann einem Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl 100 Schaden zufügen. Dann haben wir das stärkende Jutsu. Klingt so ein bisschen nach Naruto. Kosten 3, wieder Schnellzauberspruch. Ein Resonator deiner Wahl erhält plus 1000 Angriff bis zum Ende des Spielzugs. Bam. Ja, das könnte das Äpfelchen, wenn ich mich richtig erinnere, schon für 2. Allerdings dürfen wir in diesem Fall den Resonator dann auch behalten. Dann der liebe Melges, einer der eher unbeliebteren Feuervollstrecker-Herrscher. 600, 400 für Kosten 2 sind okay, Schnelligkeit ist auch okay. Spieler können keine Lebenspunkte erhalten. Gut, muss man in seine Taktik einbauen, aber dann kann man da auch mit um. Dann haben wir den Salamander, Gesandter des Feuers. Ein Geistresonator, Kosten 4, 600, 600. Das ist schon relativ schwach für die Kosten, aber was kann er noch? Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, sie fügt einem Gegner deiner Wahl und einem Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert, 600 Schaden zu. Wenn man jetzt natürlich dadurch einen Resonator los wird und der Gegner 600 Lebenspunkte verliert, dann relativieren sich die Kosten natürlich wieder. Und da haben wir Shimazu Yoshihiro Daimyo, der Flammen, Kosten 3, 800, 800, das klingt doch schon ganz cool. Ist ein Daimyo mit Schnelligkeit. Immer wenn ein Vollstrecker oder Resonator, den du kontrollierst, geblockt wird, zerstöre ihn und den blockenden Vollstrecker oder Resonator. Wäre natürlich cool, wenn ihn dann keiner blockt, aber ich glaube, darauf wird es dann hinauslaufen. Hatten wir den nicht auch in unserem Glitzerstapelchen? Schauen mal nach. Nö. Falsche Baustelle. Und für die Drachenfans. Sylvia Gil Palarillas. Höllendrache. Kosten 3, 800, 700. Ordentlich. Hat flugfähig. Sehr gut. Und hat Erweckung ein Wind. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege eine 500, 500 Feuer-Wind-Drachen-Resonator-Spielmarke mit flugfähig auf deine Spielfeldseite. Diese Karte erhält Schnelligkeit, solange dein Herrscher oder Vollstrecker Sylvia Gil Palarillas ist. Nett. Nett, nett, wirklich nett. Gefällt mir, ja. Und dann haben wir Alizaris. Und genau da dürfen wir dann doch wieder, weil den haben wir definitiv. Da liegt er. Resonator, Zauberer, Schnellzauber. Heißt, wir können ihn auch im Zug des Gegners beschwören. 700, 600 für die Kosten von 3. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, du kannst einen Spruch aus deinem Friedhof auf dem Spiel, ach, aus dem Spiel, Map, aus dem Spiel entfernen. Wenn diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt wird, du kannst einen Spruch aus deiner aus dem Spiel entfernt Zone ausspielen. Und den hier, den haben wir auch. Egal. Karma-Kanal, Kosten 5, 1200, 1200, Clown. Flugfähig und Erstschlag gibt es schon von zu Hause aus und immer wenn diese Karte angreift, Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten Flugfähig und Erstschlag bis zum Ende des Spielzugs. Das heißt, wir lassen ihn angreifen
Und dann darf der Rest einfach über die Defense des Gegners drüber fliegen. Schön, schön, schön. Dann haben wir wieder die Zaubersteine, wie besprochen. Das obere Element könnt ihr grundsätzlich durch Tappen erzeugen. Für das untere Element müsst ihr euch von einem Token oder einer Zauberzellmarke, wie es im Deutschen heißt, trennen. Hier haben wir es mit Feuer und Wasser. Hier haben wir es mit Feuer und Wind. Dann kommen hier die schicken Zaubersteinchen, Feuer und das Token, über das wir gerade gesprochen haben. Und dann haben wir schon wieder einen Stapel durch. Das heißt, ich mische jetzt alles mal wieder richtig rum. Ich müsste mir so eine kleine Maschine basteln, die das für mich macht. Oder ich brauche einen Praktikanten, einen Force of Will Praktikanten, das wär's. YouTube zahlt übrigens ganz schlecht, also nicht, ihr müsst nicht meinen, dass ihr da was von verdient. Und da haben wir dann, wie ihr jetzt nicht seht, aber wie ihr hier seht, wieder zwei komplett identische Stapel, die man auch vielleicht identisch abheben sollte, dann hat man da mehr von. Und wieder heißt es, wollt ihr es viermal haben, müsst ihr es zweimal kaufen. So, den Token natürlich auch. Packen wir gleich mal hinter den Herrscher. So. Und damit uns hier nicht alles verbrennt nach dem Feuer. Ha, ha, ha. Wortspiel. Grimm. Ha. Schnappen wir uns, wenn es denn jetzt will, das Wasser. Die Banderole wieder lösen. Ohne dass hier alles wegfliegt. Und die Herrscherseite hinlegen. Und der ist auch wieder verbogen. Hüter der Wasserzaubersteine. Herrscher Drache. Sehr schickes Artwork. Kostet 2 Wasser, 3 generisch fürs Urteil. Hat Energieschub Wasser, also wieder von seinem Element. Hat auch Resonanz. Wasserzaubersteine, wieder von seinem Element. Und der Effekt ist, schau dir die oberste Karte deines Decks an, danach lege sie auf oder unter dein Deck. Sehr sinnvoll, wenn du jede Runde weißt, was als nächstes kommt und du dann sagen kannst, will ich ziehen? Oder will ich lieber nicht? Das kann man in viele verschiedene Taktiken einbauen und erlaubt auch wieder ein bisschen mehr Vielfalt, würde ich sagen. Dann sprechen wir das Urteil. Und es kommt der Avatar der Wasserzaubersteine. 1100, 1100, nicht zu verachten. Flugfähig auch definitiv ein Bonus. Und dann, wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, gib alle Resonatoren, die dein Gegner kontrolliert, auf die Hand des jeweiligen Besitzers zurück. Ja gut, warum muss man jetzt fliegen können, wenn eh keine Defense da liegt? Man weiß ja nie, vielleicht liegt ja noch ein gegnerischer Vollstrecker da. Der hat dann im Optimalfall keinen Flugfähig und darüber fliegen wir dann einfach in der nächsten Runde drüber. Dann die Alice Dimensionswanderin, Kosten 3, 500, 500. Klingt erstmal gar nicht mal so toll. Während du dein Deck durchsuchst, kannst du diese Karte aus deinem Deck ausspielen. Klingt gut. Klingt auch neu und interessant. Haken an der Sache ist ausspielen. Nicht legen, nicht nehmen und hinpacken, ausspielen. Ausspielen heißt, zahle die Kosten. Falls diese Karte von deiner Spielfeldseite auf den Friedhof gelegt würde, lege sie stattdessen unter das Deck des Besitzers. Das ist natürlich optimal. Das heißt, solange das Ding nicht vom Feld entfernt wird, habt ihr eigentlich sehr gute Chancen, immer wieder einen Resonator für 3 aufs Feld kriegen zu können, wenn ihr das denn wollt. Durch das Durchsuchen. Haken ist 500, 500 ist immer noch nicht so ultra, aber haben geht verbrauchen. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Dann Charlottes Wasserwandelmagie. Kennen wir definitiv schon. Ist ein Schnellzauber und Überbleibsel. Ein Resonator deiner Wahl verliert bis zum Ende des Spielzugs alle Fähigkeiten und wird zu einem 400-400-Bär-Resonator. Wie auch immer man auf Bär gekommen ist, aber die Karte ist gut. Liebreiz der Prinzessin. 2 Wasser plus X ist ein Spruch. Ohne Schnellzauberfähigkeit übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl mit Gesamtkosten von X oder weniger. Keine zeitliche Begrenzung, kein gar nichts. Ist der Spruch abgewickelt, gehört der Resonator euch. Klingt gemein, ist es auch. Kronos, der Gott der Zeit, Kosten 4. Jede Menge Defense von 1000 und jede Menge mal so gar nicht ATK von 0.
Aber zu Beginn deines Spielzugs ziehe eine Karte. Bedeutet, solange wir Kronos liegen haben, haben wir effektiv einfach mal die Erlaubnis, jede Runde unseres Spielzuges eine weitere Karte zu ziehen, wenn ihr so wollt. Beziehungsweise als erstes die und dann später den normalen Draw. Aber ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Dann der inspirierende Tanz. Kosten ein Wasser, Schnellzauber. Ein Wasserresonator deiner Wahl erhält plus 400 Verteidigung bis zum Ende Spielzugs. Erhole den Resonator. Die 400 Verteidigung sind jetzt... Ja, nehmen wir, ist gratis dabei. Aber wir können effektiv mit einem Resonator angreifen und hauen richtig auf die Mappe. Erholen ihn dann und hauen nochmal richtig auf die Mappe. Und das macht es natürlich wieder ziemlich gut. Kaguya, Hüterin des Mondes, Kosten 2, 300, 300. Lege eine 100-100 Wasserkaninchen-Resonator-Spielmarke auf deine Spielfeldseite. Kaninchen-Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten +100/+100, solange du einen Mondzusatz kontrollierst. Ganz wichtig, nicht einen Mond, sondern einen Mondzusatz. Und zum Thema Kaninchen, oh ja, wir haben einen Token dafür. Und ist er nicht niedlich? Ganz viele Häschen. It's so fluffy. Voll cool. Weiter machen wir mit Undine, Gesandten des Wassers. Kosten 4, 700, 1200. Resonatorgeist und flugfähig. As simple as that. 1200 Verteidigung für 4. Ordentlich. 700 Angriff, auch ganz okay. Und flugfähig, gerne. Trennung von Körper und Geist. Körper und Seele. Upsi. Kennen wir auch schon. Zerstöre einen Resonator deiner Wahl, dessen ATK von seinem aufgedruckten ATK und oder dessen Def von seinem aufgedruckten Def abweicht. Ja, was in letzter Zeit häufiger passieren kann durch verschiedenste Karten. Das könnte man auch sehr schön mit Dark Alice kombinieren. Weiter geht's. Eisfesseln kennen wir auch schon. Zusatz. Solange noch keine Karte mit dieser Karte ausgestattet ist, können Spieler aktivierte Fähigkeiten von Herrschern nicht aktivieren. Der Beherrscher des hiermit ausgestatteten Resonators kann dessen aktivierte Fähigkeit nicht aktivieren. Ausstatten für ein Wasser und tappen. Statte einen Resonator deiner Wahl mit dieser Karte aus. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls noch keine Karte mit dieser Karte ausgestattet ist. Und nur zu jedem Zeitpunkt, zu dem du einen Spruch ausspielen darfst. Heißt nur bei leerer Kette und nur solange ihr dran seid. So, der böse Schatten geht wieder über das Bild. Eben kurz was in den Chat schreiben. Shion, hinreißende Sängerin, 700/700. Resonator Mensch, Schnellzauber, heißt, wir können sie im Zug des Gegners beschwören. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite Vollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten 100 Verteidigungen für jeden Wasserzauberstein, den du kontrollierst, bis zum Ende des Spielzugs. Diese Karte erhält Barriere, Resonator, solange dein Herrscher Sängerin von Shangri-La ist oder dein Vollstrecker Shion Drahtzieherin des Putsches. In der Offense jetzt nicht so ultra, in der Defense natürlich super, wenn wir einfach durch ihre Beschwörungen grundsätzlich unsere ganzen Resonatoren einfach mal ordentlich pushen und unser Vollstrecker auch in der Defense, sodass wir vielleicht einer totalen Zerstörung oder teilweise Zerstörung entgehen. Dann Tomoe Gozen, Meisterin der Wasserschwerter. Kosten 2, 500, 600, das klingt ganz gut. Das Artwork ist auch cool, Schwertkämpfer mit Erweckung. Erweckung, ein Wasser. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, gib einen Resonator deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Damit kostet sie schon 3. Nochmal Erweckung, ein Wasser, dann wären wir bei 4. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, gib einen Resonator deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Hä? Also entweder hat er wieder einer beim Übersetzen gepennt, oder die Idee dahinter ist, dass wir einen bzw. zwei Resonatoren zurück auf die Hand geben dürfen. Ich hoffe Letzteres, befürchte vielleicht Ersteres.
Triton, Herr der Sieben Meere. 400, 400, zwei Kosten. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl bis zum Ende des Spielzugs. Und die liebe Valentina, Kosten. Schlappe 6, 1200, 1200 ist dafür natürlich ein Kracher. Sie ist Mensch in diesem Falle. Falls dein Herrscher Valentina Prinzessin der Liebe ist oder dein Vollstrecker Valentina Herrscherin des Paradieses, kannst du einen generischen Kosten weniger bezahlen, um diese Karte auszuspielen. Dann sind wir bei 5. Immer noch viel. Tappe diese Karte, wirf eine Karte ab, gib einen Resonator deiner Wahl auf die Hand des Besitzers zurück. Tappe diese Karte, wirf drei Handkarten ab, übernimm die Kontrolle über einen Resonator deiner Wahl. Wieder keine Beschränkung drin. Dann die liebe Wasserzauberin, genau wie die anderen Zauberer der anderen Attribute, einen attributierten Kosten, ganz langsam Grimm, Wusa. 200, 200 und wir können den attributierten Kosten, nein, Quatsch, wir können einen Willen des Attributs erzeugen, indem wir sie tappen, welchen wir nur zum Ausspielen von Sprüchen verwenden können. Immer wenn wir einen Wasserspruch ausspielen, schau dir die oberste Karte deines Decks an, danach lege sie auf oder unter dein Deck. Machina, Uhrwerkherrscher, Kosten 3, Doppelattribut, Maschine, 600, 600. Diese Karte hat kein Attribut. Aber da oben steht, dass du ein Doppelattribut. Ja, ich weiß, Freunde, das ist getrennt. Oben die Kosten, unten das Attribut. Das kann unterschiedlich sein. Jetzt, mittlerweile, anscheinend. Und deswegen haben sie es nochmal draufgeschrieben, weil es Menschen wie mich gibt, die das dann einfach mal, freundlichst übersehen. Diese Karte hat kein Attribut. Hier haben wir es ja nochmal ganz klar und ganz klein. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, zeige die oberste Karte deines Decks vor. Falls es eine Maschinenkarte ist, kannst du sie auf deine Spielfeldseite legen. Am nächsten Ende des Spielzugs gib sie auf die Hand des Besitzers zurück. Und das ist jemand, dessen Namen ich nicht aussprechen werde. Der Weiße Riese. Weißer Riese. Gab es damit nicht mal eine Waschmittelwerbung? Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir gleich noch Meister Propper oder so. Schnellzauber. Kosten 4. 600, 600. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, neutralisiere einen Resonator-Zauber deiner Wahl. Schön ist, Schnellzauber, damit das Ganze auch funktioniert, dass wir ihn in einer Kette und im Zug des Gegners beschwören können. Und dann haben wir wieder einen der Doppelzaubersteine, den ich schon erklärt habe. Und noch einen. Dann haben wir die diesmal nicht so ganz coolen Wasserzaubersteine. Da bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von. Hübsch sind sie trotzdem. Den Zauberstein hier haben wir schon besprochen. Finsternis haben wir auch schon besprochen. Da habe ich gepennt. Böser Grimm. Die zwei haben wir noch. Die schnappen wir uns jetzt hier wieder. Dann drehen wir wieder alles um. Ich lese gerade im Chat die Übersetzung von Tomoe Gozen. Das mit dem auf die Hand zurückschicken, das ist tatsächlich so gewollt und soll tatsächlich für uns bedeuten, wir können ein oder zwei zurückschicken. Das niedliche Häschen habt ihr gesehen. Dass es alles zweimal gibt, muss ich euch nicht auch nochmal zeigen. Das habt ihr auch kapiert. Also kommen wir zum letzten Element. Dem Leben. Dem Wind. Da haben wir es. Die letzte Banderole. Der letzte Herrscher. Hüter der Windzaubersteine. Wieder ein Drache. Wieder zwei attributierte Kosten, drei generische fürs Urteil, wieder Energieschub des betreffenden Attributs und Resonanz Windzauberstein. Ein Resonator deiner Wahl erhält Tappe, erzeuge Licht, Feuer, Wasser oder Wind oder Finsternis bis zum Ende des Spielzugs. Zahlen wir dann seine Beschwörungskosten, seine Urteilskosten, eine Beschwörung ist es ja genau genommen nicht,
kommt der Avatar der Windzaubersteine auf das Feld mit 1000-1200. Ist wieder ein Drache. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege 200-100 Wind-11-Resonator-Spielmarken auf deine Spielfeldseite. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor, oder? Da gab's doch mal sowas, so mit Fiesing, da könnte ich mich so ganz dunkel erinnern. Oh ja, das gab's. Und oh ja, das könnte eine gute Side-Deck-Karte darin werden für ein kleines Switch-Up. Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten, tappe, erzeuge Licht, Feuer, Wasser, Wind oder Finsternis. Was natürlich krass ist, weil wir dann wie die Wahnsinnigen mit unserem blöden Token Willen machen können, um irgendwelche Monster, also große Klopper, rauszuschmeißen. So, dann Graf d'Artagnan. Und siehe da, da haben wir die nächste Karte aus unserem kleinen Foilpack. Katzenmensch, Musketier. Für einen Wind, diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 100 Schaden zu. Er verliert flugfähig bis zum Ende des Spielzugs. Keine Beschränkung heißt, wir können diesen Effekt so oft pro Runde einsetzen, wie wir Willen haben. Er kann natürlich nur einmal flugfähig verlieren, es sei denn, der Gegner spielt eine Karte, die es ihm wiedergibt. Aber er kann immer wieder, bis er einen Löffel abgegeben hat, 100 Schaden kassieren. So, dann kommst auch du weg. Und wir haben nur noch den finsteren Windzauberstein. Als nächstes kommt Frick. Göttin der reichen Ernte. Kosten 5, 800, 800 ist ein Mythos. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, nimm bis zu einem Resonator deiner Wahl, bis zu einem Zusatz deiner Wahl und bis zu einem Spruch deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand. Wie gesagt, Werte 800, 800 für 5 sind, aber der Effekt ist gut, fürs Late Game auf jeden Fall. Himmlischer Windstoß, Kosten 2, Spruch, Schnellzauber. Wähle einen Effekt. Zerstöre eine Insignie oder einen Zusatz deiner Wahl oder Schwall. Während du diese Karte ausspielst, falls du diesen Spielzug bereits mindestens eine andere Karte ausgespielt hast, erhält sie den folgenden Kartentext. Das ist die Erklärung der Schwallfähigkeit nochmal. Zerstöre alle Insignien und Zusätze, die dein Gegner kontrolliert. Das ist natürlich mitunter sehr mächtig. Helsing, Untotenjägerin. Kosten 3, 800, 700. Sind ganz gute Werte und sie ist ein Elf. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, entferne einen Finsternisresonator deiner Wahl aus dem Spiel. Ja, ist auch so ein bisschen angelehnt als an den Helsing-Vollstrecker. Ja, besser als nichts. Verhindere jeglichen Schaden, der dieser Karte von Finsternisresonatoren zugefügt würde. Was sie natürlich zu einer klassischen Side-Deck-Karte macht im Fiesing-Deck gegen jetzt Finsternis-Decks, die ihr ans Leder wollen. Wie zum Beispiel Dark Alice. Das liebe neue Rotkäppchen, schon wieder. Für einen Wind. Rotkäppchen, Freundin der Winde. 300-300, Märchenresonator. Diese Karte erhält plus 100 Angriff und Verteidigung für jeden Windzauberstein, den du kontrollierst. Heißt, die Karte kann ganz schnell ganz böse werden und ist im First Turn schon im Normalfall, wenn wir sie ausspielen können, ein 400-400-Resonator. Diese Karte hält Schnelligkeit, solange du einen normalen Windzauberstein kontrollierst. Ja, da wird es dann schon ein bisschen dünn. Da kann man dann doch schon wirklich sagen, ja, Mono-Green. Wenn man es dann macht, dann kann man die reintun. Wenn nicht, dann muss man halt darauf verzichten. Oberon, Herr der Elfen, Kosten 4, 700, 700, ist dann auch ein Elf. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege 300-100 Wind-11-Resonator-Spielmarken auf deine Spielfeldseite. Ja, was ist die Hauptidee dahinter? Die Werte? Ja, aber natürlich die Token aufs Feld zu werfen. Einfach das ganze Feld mit den Token flooden, so dass der Gegner gar nicht erst hinterherkommt, die alle loszuwerden. Dann die liebe Prischia, Wildfang. Kosten 1, Mensch, Bestie, Resonanz, Windzauberstein, lege 2 plus 100 plus 100 Zellmarken auf diese Karte. Diese Karte erhält zielsicher und plus 100, solange dein Herrscher Prischia die Bestienherrin ist oder dein Vollstrecker Prischia Feldherrin der Heiligen Ungeheuer. Heißt natürlich, wo habe ich meine Prischia hingelegt? Prischias Ansporn, Kosten 1, Schnellzauber, du kannst einen Windwillen weniger bezahlen, um diese Karte auszuspielen. Falls ihr Ziel
eine Bestie ist. Ein Resonator deiner Wahl erhält Schnelligkeit und zielsicher bis zum Ende des Spielzugs. Ziehe eine Karte. Zielsicher, wie immer, ja, kann man gebrauchen. Schnelligkeit, natürlich die Bombe. Schnelles Wachstum, kennen wir schon. Schnellzauber mit Überbleibsel. Gibt nur für einen Wind. Einfach mal plus 400, 400 auf dem Vollstrecker oder Resonator bis zum Ende des Spielzugs. Und mit Überbleibsel können wir das Ding gleich nochmal, direkt nachdem wir es einmal ausgespielt haben, zweites Mal ausspielen, indem wir es aus dem Friedhof rausschmeißen. Und dann werden aus plus 400, plus 400, plus 800, plus 800. Und das Ganze dann für 2 Wind. Zu Recht eine gute Karte. Dann haben wir Scheherazade, Prophetin. 900, 900 kostet 4 Wind. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, lege einen Resonator deiner Wahl auf das Deck des Besitzers zurück. Die Werte für Kosten von 4 sind gut. Der Effekt, je nachdem was es ist, ist es entweder ein akzeptabler Effekt oder kann sogar nach hinten losgehen. Dann haben wir Sylphie, Gesandte des Windes, Kosten 2. Resonanz, Windzauberstein, erhole diese Karte. Gut, muss man taktisch jetzt ein bisschen einbauen. Holt man sich seinen Zauberstein halt nicht sofort, sondern ein bisschen später. Dann den Gegenangriff der Bestienkönigin. Den kriegen wir natürlich, den kennen wir natürlich auch schon, Freunde. Kosten 2, Spruch. Ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl, den du kontrollierst, erhält plus 400, plus 400 bis zum Ende des Spielzugs. Anschließend fügen die Karte und ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert, sich gegenseitig Schaden in Höhe ihrer ATK zu. Dann haben wir den Hüter des Weltenbaums von Kosten von 1. Diese Karte erhält plus 200, plus 200 bis zum Ende des Spielzugs, bedeutet auch wieder keine Einschränkung, wir können den Effekt so oft nutzen, wie wir Willen haben. Bedeutet, gerade im Early Game, falls der Gegner mal nichts hat und wir haben wirklich nur diesen kleinen Resonator und wir haben auch sonst nichts für unseren Willen ausgeben können, können wir damit schnell schon beträchtlichen Schaden anrichten. Dann haben wir die vielgerühmte Karte, die windgeschützte Zuflucht, die ganz viele tolle Tricks kann und kaum einer versteht warum. Zusatzspielfeld. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, ziehe eine Karte. Wenn ein Zauber oder eine Fähigkeit den oder die dein Gegner kontrolliert, einen Vollstrecker oder Resonator, den du kontrollierst, zum Ziel nimmt, du kannst diese Karte verbannen. Falls du das machst, neutralisiere den Zauber oder die Fähigkeit. Klingt erstmal kompliziert und die Frage steht im Raum, warum? Zum Beispiel, warum ginge das gegen die Flamme der äußeren Welt? Und da ist wieder der Trick, es wird das Anketten von Spielern verhindert. Und in diesem Fall macht es der Spieler gar nicht mal selbst. So viel dazu erstmal. Als nächstes der Odin, der Allwissende. Kosten 6.000, ist ein Mythos. Falls du mit einem Zauberstein, den du kontrollierst, Willen erzeugen würdest, erzeugst du stattdessen den Willen plus einen zusätzlichen Willen, der exakt einem der auf dieser Weise produzierten Willen entspricht. Quasi doppelt gemoppelt. Und 1.000 für Kosten 6 ist auch noch akzeptabel. Dann Yggdrasil, der erste Baum. Für Kosten von 4 mit einer Defense von satten 1.200. Tappe ihn, erzeuge 2 Willen beliebiger Attribute. Ja, ob man im Late Game so darauf angewiesen ist, ich bezweifle es. Besonders mit den ganzen anderen Karten, die uns ähnliche Optionen geben. Aber vielleicht belehrt mich ein neues Meta, ja, eines Besseren. Dann haben wir ihn, den Zauberstein und damit auch unsere letzte tolle Foilkarte. Besonderer Zauberstein, gleich Spiel wie bei den anderen. Für den Windwillen müssen wir nur tappen, für den Finsterniswillen müssen wir tappen und eine Zählmarke entfernen. Dann kommt das Ganze nochmal mit dem hier für Wind und Licht. Jetzt mache ich auch gleich schon ein bisschen Platz. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir nähern uns so langsam aber sicher dem Ende. Dann haben wir die Windzaubersteine mit der lieben Fiesing. Sehr, sehr schick. Holen unseren Elf-Token. Auch sehr hübsch geworden. Der sieht jetzt nicht ganz so cool aus, aber ist halt auch ein anderer Zeichenstil. Man muss es mögen. Und damit sind wir dann schon wieder bei der zweiten Variante angelangt, sprich dem zweiten Stapel, der wieder komplett identisch ist. Und das war's tatsächlich, ach, Entschuldigung Freunde, mit der Wingolf 3 Box.
Lohnt sich diese Box? Schwer zu sagen. Für Fans, für Leute, die möglichst viele Deckideen haben möchten und ausprobieren möchten, lohnt die Box sich auf jeden Fall. Für Leute, die, ich sag mal, beträchtlichen Anteil ihres Geldes dafür ausgeben möchten, lohnt sich das auch, denn immerhin, falls ihr irgendeine Karte daraus viermal braucht für irgendeine Idee, sind das schnell 100 Euro, da eine Wingolf-Box ja 50 Euro kostet. Und diese 50 Euro für, wir legen sie mal alle hier hin, für de facto 3, beziehungsweise, wieso sage ich 3, für de facto 5 halbe Pseudo-Decks, die allerdings Karten enthalten, die man teilweise sonst nirgendwo kriegt und andere Karten, die man woanders kriegt. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das das, was man will? Das muss im Endeffekt natürlich jeder für sich selber entscheiden, ob das euren Geschmack trifft oder nicht, ob ihr das machen wollt oder nicht. Es ist einfach davon abhängig, in welche Richtung ihr wollt. Wollt ihr in Force of Will einsteigen? Empfehle ich, glaube ich, diese Wingolf-Box erstmal nicht, da sie nicht so viele Basics enthält wie die alten. Da könnt ihr, ich denke mal, mit dem Starterdeck wirklich mehr anfangen. Besonders, wo es doch jetzt so gute Starterdecks gibt. Habt ihr allerdings eigentlich schon alles in Force of Will und wollt eure taktischen Möglichkeiten einfach nur erweitern? Klar, holt sie euch. Fehlen euch noch Karten aus Displays und ihr überlegt, ob ihr euch nicht lieber ein ganzes Display holt und ihr habt schon alles andere, dann holt ihr euch lieber ein Display. Abschließend, ja, wirklich toll. Ob das jetzt so wie damals die Wingolf 1 mit Vlad und Rasputin verschiedenste Decks beeinflusst, das müssen wir mal abwarten. Es sind definitiv starke Karten drin. Es stellt sich nur die Frage, ob die Mehrheit der Spieler die adaptieren wird und diese dann auch mit in ihre Decks nehmen wird. Sei es jetzt Side-Deck oder Main-Deck, das lassen wir mal dahingestellt. Ich hoffe, ihr hattet trotz der vielen Versprecher mal wieder etwas Spaß dabei, uns zuzusehen. Das ganze Video ist auch über eine Stunde lang geworden, weil es halt doch immer viele Karten in der Wingolf-Box sind. Immerhin mussten wir nichts aufschneiden. Ich hoffe, man kann es später im Video wenigstens ein bisschen lesen. Diese Full Arts machen es den Kameras leider nicht einfacher. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Falls ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Grimm.